Und das ist aber genau dieses Thema, Selbstheilkraft überhaupt zu aktivieren. Mhm. Also beispielsweise, wenn Menschen zu mir kommen mit einer heftigen Diagnose, frage ich sie regelmäßig, erinnere dich doch mal an die Situation vor 10 Tagen, wie dir der Experte diese Diagnose vorgesetzt hat. Mhm. Und jetzt geh nur mal in dieses erinnerte Bild und beobachte, was in deinem Körper passiert. Und es ist verblüffend, welche Informationen wir da kriegen. Also da kommt häufig schon etwas wie, ja, ich dürfte noch nie leben. Und so plötzlich kommt eine Geschichte, also passend zu dem, was du gerade von Hollywood erzählt hast, wo man das ausprobiert hat mit Profischauspielern, wo dann eine Geschichte kommt, ja, meine Mutter ist furchtbar entsetzt gewesen, wie ich schwanger war und hat immer gesagt, ich bin das Unglück ihres Lebens geworden. Und plötzlich kommen solche Bilder. Und damit sind wir bei dem dritten Schritt der Selbstheilkraft, also nach der Intention und dem beobachtenden Bewusstsein, kommen wir zu diesem dritten Schritt, das Silbertablett. Also ich nenne es gern das Silbertablett, man könnte es auch nennen das Quantenfeld. Also ich lege das, was ist, vor mir auf ein Silbertablett, auf ein imaginäres. Wie beispielsweise, ich darf nicht leben. Und diese Informationen in dieser ganzen Szene, die ja bis heute noch, oder in der Alternativszene, die bis heute noch äußerst gängig ist, es sind positiv, viel positiv oder was auch immer, da darfst du ja sowas wie eine Information, ich darf überhaupt nicht leben, die darf es nicht geben. Du darfst doch leben und das müssen wir jetzt mit positiven Gedanken füllen. Du brauchst genau, um überhaupt eine andere Erfahrung zu machen, die Erfahrung des Schmerzes, also in einem geschützten Raum zu spüren, wenn du heute diesen Schmerz spürst, dann darf er überhaupt da sein. Der ist wie in einer inneren Matrix gesichert, ich will nie mehr den Schmerz spüren. Und dann passieren im Außen ständig Sachen, die mich dorthin führen und über viel hängt positiv oder auch viel therapeutische Interventionen, wird der Schmerz nicht mehr spürbar. Dann, ja, ich bin halt Missbrauchsopfer. Das ist ja auch eine Diagnose. Ich bin halt traumatisiert. Wir können jede Diagnose einsetzen. Aber das bin ich doch nicht. Also, ich kann eine Diagnose haben, aber das bin ich nicht. Ich habe Gedanken, aber ich bin doch nicht der Gedanke. Also, diesen Schritt zu gehen von überhaupt dieser Intention der Neugierde in beobachtendes Bewusstsein, in dieses Quantenfeld. Alle Informationen liegen immer auf einer Informationsbasis da. Und erst mein emotionaler Greifarm aufgrund sozusagen von Voreinstellungen, die in meinem Leben getätigt sind, sagt mein emotionaler Greifarm, das bin ich. Und ich hole irgendeine Information, lade sie energetisch und erschaffe eine Wirklichkeit meiner 70 Billionen Zellen. Mhm. Und diesem Prozess bewusst zu werden, das sind diese ersten 3 Schritte. Herzlichen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.